Hallo zusammen, hier ist wieder Dies, das Ananas, aber diesmal ein neues Let's Play, kein Minecraft, kein LoL, nein, Mass Effect 3. Ihr hört hier den Johannes. Ja, Mass Effect 3 ist ja schon ein bisschen älter, aber ich dachte mir, ach, ist ein geiles Spiel, spiel ich mal, mache ich mal Let's Play von. Ja, ne? Habe ich schon mal durchgespielt, aber ist schon sehr lange her, das heißt, ich weiß eigentlich gar nicht mehr, worum es geht und so. Ich weiß nur, das Ende war ein bisschen komisch, aber egal. Multiplayer habe ich auch schon relativ viel gespielt. Aber es tut hier nichts zur Sache. Ich spiele einen männlichen, würde ich sagen. So, und da beginnen wir gleich mal. Bla bla bla, stützen sich bla, Schwierigkeit bla, einstellbar bla, Zwischensequenzen. Nam nam nam, was nehme ich denn? Ich glaube. Nee, ich spiele das, weil Mass Effect 3 ist ja eigentlich dafür bekannt, dass man die ganzen Auswahloptionen hat und dass die Story so nach eigenem Vergnügen verändern kann. So sag ich mal. Man kann irgendwelche Leute sterben lassen, man kann sie auch aber im Leben lassen und so weiter und so fort. Und deswegen hier bei Action ist das so, dass man das halt nicht kann. Wenn ich das jetzt richtig lesen kann. Ja, Zwischensequenzen. Und Story ist einfach nur Story. Und deswegen finde ich das auch scheiße, weil ich würde ja auch ein bisschen ein paar Leute bashen, würde ich sagen. Und deswegen nehmen wir einfach Rollenspiel. Mein Vorname, würde ich mal so sagen, Johannes. Ganz einfach. Kann ich hier nur Gesicht? Nee. Nochmal eingeben. Ach komm, dann machen wir uns individuelles Aussehen. Kopf. So ein übelstes Tier. Jawohl, Tja. Ach, weißt du was? Gibt es hier nicht irgendwelche Zufallscheiße? Das dauert mir hier zu lange. Ach komm, scheiß drauf. Spielen wir mit dem Standardscheiß. So, jetzt kommen wir hier zur Personalakte. Da können wir wählen, wer was wir sein wollen. Also Soldat ist ganz normaler Soldat halt. Infiltrator, das ist Sniper. Frontkämpfer, das ist eher so der Nahkämpfer. Wächter, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich nehme ganz. Na, nee, ich nehme den Frontkämpfer. Oder? Der Wächter. Ich lese mal kurz Wächter vor. Wächter sind einzigartig, denn sie bestreiten ihre Kämpfe sowohl mit Tech als auch mit biotischen Fähigkeiten. Neben meiner umfassenden Waffenausbildung verfügen Wächter noch über einen leistungsstarken Schild, der es oft überflüssig macht, in Deckung zu gehen und stattdessen einen direkten Angriff ermöglicht. Dieses Panzersystem kann auch zur Detonation gebracht werden und fügt den Feinden in der Nähe Schaden zu. Wächterkräfte werfen Warp an bla bla bla, Überlastung Kyrostrahl. Also ich schwank immer noch gerade ein bisschen zwischen Frontkämpfer und Wächter. Weil Multiplayer spiele ich eigentlich immer Frontkämpfer und Wächter. Ja, nee. Ich spiele da mehr. Ah, ach, scheiß drauf. Ich habe jetzt keine Lust, so lang zu weinen. Deswegen nehme ich einfach den Wächter. Okay. Bonuskräfte. Blutbad. Reißen Sie ein Ziel mit dem mächtigen Angriff in Stücke. Bäh. Abwehrdrohne, Inferno-Granate, Verstärkung. Ich glaube, dann nehme ich das Blutbad. Das hört sich geil an. So. So böse an. Okay. Militärdienst, Kolonist, bla bla bla. Ich lese einfach mal alles vor. Ihre Eltern haben beide im Militär der Allianz gedient. Ihre Kindheit haben sie auf Schiffen und Raumstationen verbracht, während ihre Eltern immer wieder versetzt wurden und nie länger als ein paar Jahre an einem Ort blieben. Sie sind dann in die Fußstapfen ihrer Eltern getreten und haben sich mit 18 Jahren zum Militärdienst verpflichtet. Kolonist. Sie wohnen auf Mindoir? Keine Ahnung, was weiß ich. Einer kleinen Grenzkolonie auf der Atika-Traverse. Wuchsen auch dort auf. Als sie 16 Jahre alt waren, überfielen Sklavenhändler Mindoir oder was auch immer und ermordeten ihre Familie und ihre Freunde. Eine Allianzpatrouille rettete sie. Und einige Jahre später gingen sie zum Militär. Ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig.
Na egal, auf der Erde geboren finde ich immer so langweilig, aber egal. Sie waren ein Waisenkind und wuchsen auf der Straßen der großen Mega auf den Straßen der großen Megatropolen der Erde auf. Sie entkamen der Welt der Kleinkriminalität und des organisierten Verbrechens, indem sie mit 18 Jahren bei der Allianz zum Militärdienst verpflichten. Na? Na? Ach, weißt du was? Nämlich Raumfahrer. Gut, haben wir den. Och Mann, ey, wie viel muss man denn noch auswählen? Also, einzig Überlebende, ja, eine Katastrophe war und wo man dann als einziger überlegt hat, Kriegsheld. Leben riskiert, rücksichtslos. Ach komm, wir sind Kriegsheld. Wir sind geil. Wir sind eine geile Nutte. Und natürlich auch eine geile Schnitte. Wie schon, guck mal, wie geil wir aussehen hier. Ja, da ich jetzt Mass Effect 1 und 2 und. Ja, 1 und 2 nicht gespielt habe. Keine Ahnung, wer die beiden sind. Ashley Williams, die kenne ich jetzt noch von, als ich dazu gespielt habe. Das ist so eine geile Nutte. Sieht auch nicht scheiße aus. Aber die kenne ich auch nicht. Deswegen nehme ich einfach zahlreich. Gut, Name: Johannes Shepard, Herkunft: Raumfahrer, Ruf: Kriegsheld, Klasse: Wächter, Kräfte: Blutbad, Verlust im Kampf: zahlreich. Annehmen. Okay. Es geht endlich los. Ich bin geil. Electronic Arts Presents. Ich finde, das hört sich geil auf Englisch an. Ja. Eine BioWare Production. Das war scheiß Deutsch-Englisch, aber pff. Egal. Wie schlimm ist es? Ziemlich. Wir haben soeben den Kontakt zu zwei Außenposten verloren. Die Langstreckenscanner melden etwas Riesiges. Hat uns Shepard davor gewarnt? Ich wette mein Leben darauf. Wie viel Zeit haben wir? Nicht viel. Die Flotten haben Befehl zur Mobilisierung. Gott helfe uns allen. Oh ja. Ja, ach, das ist mir zu schnell. Lest es euch selber durch. Stoppt das Video. Was weiß ich. Na, keine Lust, das vorzulesen. Nee. Das ist mir zu anstrengend. Ich glaube, ich hätte das doch vorlesen sollen. Na, scheiß drauf. Ist mir auch egal. Jetzt habe ich mir aber selber nicht durchgelesen. Ah, fail. Egal. Genau die Szene. Ja, die weiß ich auch noch. Die fand ich auch sehr lustig. Commander, Sie sollen mich doch nicht mehr so nennen, James. Und salutieren soll ich auch nicht. Wir müssen gehen. Das Verteidigungskomitee will Sie sehen. Klingt wichtig. Was ist denn los? Haben Sie nicht gesagt. Nur, dass Sie gebraucht würden. Sofort. Anderson. Admiral. Sie sehen gut aus, Shepard. Vielleicht ein bisschen runder. Wie geht's Ihnen, seit Sie suspendiert wurden? Naja, wenn man sich erstmal an gutes Essen und weiche Betten gewöhnt hat. Wir kriegen das schon hin. Was geht hier vor? Warum haben es alle so eilig? Admiral Hackett mobilisiert die Flotten. Das Allianz-Oberkommando weiß es inzwischen. Da kommt was Großes auf uns zu. Die Reaper? Wissen wir nicht. Nicht sicher. Was soll's denn sonst sein? Wenn ich das wüsste. So, jetzt sieht man hier einmal, hier kann man zwei Sachen auswählen, das heißt halt das Typische von Mass Effect, dass man halt die Story beeinflussen kann. Also, wir hätten uns besser vorbereiten sollen, ich weiß das durchaus. Zur Info, die Sie es nicht wissen, die Reaper sind so riesige, geile Oktopusse, die nicht oktopussig-mäßig aussehen oder so. Aber es sind einfach so übelste Maschinen, riesig, werdet ihr gleich noch sehen. Das weiß ich noch. Okay, wir hätten uns besser vorbereiten sollen. Ich weiß das durchaus. Ach komm, mach ich mir da mal Vorwürfe. Wenn Sie es sind, sind wir nicht bereit. Bei weitem nicht. Oh ja. Sagen Sie das dem Verteidigungskomitee. Wenn wir die Reaper nicht totquatschen wollen, ist das Komitee Zeitverschwendung. Sie haben nur Angst.
Keiner hat gesehen, was Sie gesehen haben. Wir haben Ihre Berichte gelesen und Ihre Daten gesichtet. Aber für uns ist es nur Theorie. Sie waren vor Ort, im Schützengraben, im Kampf. Sie wissen, wozu Sie fähig sind. Bekam ich deshalb Arrest? Noch dazu ohne Schiff? Sie wissen, dass es nicht so ist. Nach Ihren Aktionen, jeder andere wäre angeklagt, verurteilt und entlassen worden. Ihr Wissen über die Reaper hat verhindert, dass es dazu kam. Sie waren auf meiner Seite. Ja, ich vertraue Ihnen, Shepard. Und das Komitee auch. Ich bin nur ein Soldat, Anderson. Kein Politiker. Sollen Sie auch nicht sein. Ich will nur, dass Sie alles Menschenmögliche tun, um die Reaper aufzuhalten. Sie werden beide erwartet, Admiral. Viel Glück da drin, Shepard. Anderson! Shepard! Ashley? Lieutenant Commander, wie lief's da drinnen? Das weiß man bei denen nie. Ich warte jetzt auf Befehle. Admiral? Gehen wir. Das ist die Ashley Williams, von der ich gerade eben geredet habe übrigens. Die geile Schnitte da. Sie kennen den Commander? Von früher. Da dachte ich am Traumschiff Surprise. Mhm. Sieht voll so aus. Admiral Anderson, Shepard. Wie ist die Lage? Das wollten wir von Ihnen hören. Sowas wie diese Berichte haben wir noch nie gesehen. Wir haben den Kontakt mit den Kolonien und allem jenseits des Zollportals verloren. Was es auch ist. Es muss unfassbar mächtig sein. Ich soll doch nur bestätigen, was Sie bereits wissen. Die Reaper sind da. Und wie halten wir sie auf? Aufhalten? Vergessen Sie Strategie und Taktik. Hier geht's ums Überleben. Die Reaper sind höher entwickelt als wir. Mächtiger, intelligenter. Sie fürchten uns nicht und werden niemals Mitleid mit uns haben. Aber es muss einen Weg geben. Ach, scheiß auf Teamwork. Jeder von uns muss bereit sein, für die Rettung der Menschheit sein Leben zu geben. Andernfalls haben sie bereits gewonnen. Mehr nicht? Das ist der Plan? Luna-Basis-Kontakt abgebrochen, Admiral. Der Mond? So nah können sie noch nicht sein. Wie umgingen sie unsere Verteidigung? Großbritannien hat Sichtkontakt, Sir. Irgendwas von Admiral Hackett? Was sollen wir tun? Das einzig Mögliche. Wir kämpfen oder wir sterben.